Servus Leute, mein Name ist Light und ich bin wahrlich am Verzweifeln. Zunächst mal, wo kommt der Sound her? Haben die Sound eingefügt? Oder bin ich einfach nur so blöd, dass ich das noch nie mitgekriegt habe? Warum ist der so laut? So laut helfen kann. Also ich meine, hat es schon immer Sound gemacht? Ich bilde mir das jetzt so gerade ein in meiner Euphorie. Also zunächst einmal, wir haben einen neuen Patch bekommen. Ich habe heute erst eine Workshop-Folge aufgenommen. Wir haben einen neuen Patch bekommen, weil... Patch. Keine Ahnung. Die Typen scheinen nicht viel zu tun zu haben. Die arbeiten 24/7 an diesem Spiel. Keine Ahnung, vielleicht sind es Roboter. Hier, Patch. 1000, warte, welche Version ist es? Steht das hier irgendwo? Hallo, wir sind umgeswitcht. Ah, da steht's. Moment, ich tipp's kurz ab. Nein, da. 1014. 1.014. Das ist die neue Patch-Version und hier, ja, ich habe ein 64-Bit-System, danke, ich darf das spielen, juhu, hoffentlich funktioniert das. Vielleicht gab es ja einen kleinen Performance-Patch. Auf jeden Fall, die haben schon wieder neue Sachen eingefügt und die patchen nicht dann irgendwie so eine kleine Sache, so nach dem Motto, yay, wir können jetzt Türen schließen. Nein, die patchen gleich Türen schließen, Drills anmachen, Licht anmachen und Mod-Funktion. Man kann sich dann bei seinen eigenen Kastenparts jetzt bauen. Dazu müsst ihr das Video schauen von denen. Da ist irgendein Link dazu. Abonniert die Typen auf YouTube dann. Ja, ne? What the fuck? Warum dauert es so lange? Ich will das jetzt spielen. Sie bringt auch neue Patches raus. Ich werde irgendwie nur noch einen Space Engineers Kanal irgendwann, weil ich einfach... Nicht, weil ich nicht andere Spiele zeigen möchte, sondern weil die einfach dauernd neue Patches rausbringen und ich sie alle zeigen will. Und das füllt dann halt jedes Mal ein Video. Und die scheinen ja irgendwie jeden zweiten Tag ein Patch rauszubringen. Das ist keine Kritik an denen. Ganz im Gegenteil. Die machen einen richtig guten Job. Irgendwie dauert das hier gerade lang. Und ich werde natürlich die ganze Zeit nicht in Skype angeschrieben. Und jetzt werde ich. Werde ich hier dauernd angeschrieben. Ja, lass mir kurz in Ruhe. So, Spiel, hallo, Spiel, please, game, please, game, oh, das, ja, jetzt, okay, ist das das gleiche Szenario wie, gibt's hier einen Unterschied? Ist das das gleiche Szenario? Warum ist das das 64-Bit-Szenario? Was ist hier anders? Läuft hier irgendwas anders? Läuft hier irgendwas schneller? Läuft hier irgendwas langsamer? Also abgesehen von der Ladezeit für diese Map. Ich habe keine Ahnung. Gibt's hier vielleicht die Disco, die sie in dem Video gezeigt haben? Das wäre cool. Lass mich mal da durch. Ach ja, wir können jetzt mit Alt-Shift und ich meine, das war F12. Jetzt mal halt Screen, okay. Irgendwie Collision-Parts angucken. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mir diese Farben jetzt sagen sollen. Abgesehen davon von... Hey, cool! Du kannst da hinschießen. Dahin. Ah, Moment. Und wenn ich jetzt da hinschieße, dann knickt das um, oder was? Schieß mal nur die roten Teile an. Okay. Vielleicht schieße ich nur die grünen Teile an? Die blauen? Ich weiß nicht. Alt-Shift und F12. Für mehr Informationen, ihr Video anschauen. So, gehen wir mal hier rein. Aha, die haben hier das hier hingebaut. Wir machen mal hier K dran. Das ist ein Geschützturm. Okay, das sah aus, als okay, im Video sah das aus, als wären die Dinger die neuen Lichter. Egal. Hey, das ging das schneller auch als sonst. Ich hatte das Gefühl. Lichter. Dahin. Dafür geht das immer noch nicht schneller. Go. Come on. Maybe. Thank you. So. Wir bauen mal irgendwann hin. Hier hin. Und dann gehen wir hier runter. Und dann drücken wir hier K. Und dann gehen wir hier nicht die ganzen Innenbeleuchtungen, sondern
Die großen Leuchten haben Tür, Reflektorlicht, genau da. Das können wir jetzt anschalten und wir können die Farbe ändern. Ist das cool? Oder ist das cool? Und, also wir können nicht nur. Ich habe die 1-Taste gedrückt, aus Minecraft-Gewohnheit. Drückt nicht die 1-Taste in diesem Spiel. Ich würde eigentlich gerne gerade nochmal die 0-Taste drücken, weil ich dieses Ding da loswerden möchte. Egal. Auf jeden Fall. Es leuchtet tatsächlich grün. What the fuck? Warum funktioniert dieses Spiel? Es ist Alpha. Und das ist das nächste. Man kann Türen schließen und öffnen. Halt hier einfach auf. Dann gehen die sogar auf. Die sind nicht einfach offen, die gehen auf. Macht mich traurig, wenn ich überlege, was andere Spiele in solch frühen Stadien zu bieten haben. So, wir machen ein neues kleines Schiff, denn das haben sie auch gezeigt. Das ist total cool. Aber das ging jetzt. Das Ding hier aufmachen geht schneller. Das ist angenehm. Glaube ich. Oder ich bilde mir das echt jetzt einfach ein. Allerdings, was nicht angenehm ist, ist, dass das hier immer noch so lang dauert. Was ist das hier? Weg. Bohrer habe ich schon da unten. Reaktor habe ich da unten. Okay, ich brauche davon gar nichts. Gut, ich brauche nämlich nur 5. Einmal kurz. Könnte bitte alles in Zukunft so schnell gehen, wie das ins Menü gehen? Please. Game. Das wäre irgendwie chillig. Und so. Das war falsch. Nummer 2. Wir wollen es ja nur demonstrieren. Denn jeder, der sich geärgert hat, dass er keine riesigen Bohranlagen bauen kann, die ganze Zeit einfach nur doof da sind und bohren und. Also man immer nur mit Schiffen bohren kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die anderen Teile bewegen, wie man diese Dinge jetzt bewegen können soll, aber irgendeiner von euch kriegt das schon noch hin, so ein automatisches Bohrsystem. Das schafft ihr schon. Ja, die Bohrer sehen jetzt, glaube ich, auch ein bisschen anders aus, oder? Hatten die vorhin schon dieses lange Teil dran? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt hier K drücken. Und tatsächlich können wir im Kontrollfeld den Bohrer einschalten. Und dann läuft er auch. Und wenn du keinen Stabilisator dran machst, dann fliegt er auch. Wie cool ist das denn? Das habe ich noch irgendwie so ignoriert. Ich habe es gewusst, weil es im Video drin vorkam, aber ich habe es ignoriert. Wie cool ist das denn? Oh, what the fudge. Habe ich's? Nein. Okay. Flieg, mein lieber Bohrer. Flieg und sieg. Gut. Haben die noch was geändert? Lass mich mal ganz kurz durch das Video skippen. Also das. Licht. Also dann sind sie da hin. Gelaufen, Türen gehen aufmachbar. Bohrer an. Ja, ich gehe jetzt hier live während dem Video durch ein anderes Video. Ich bin ein Held. So, okay, das war's. Jo, Änderungen. Bitte. Mehr. Mein Kanal hat noch nicht genug. Und, ich meine, das Spiel ist super. Jetzt, also nicht falsch verstehen. Irgendjemand versteht es sicherlich falsch. Nicht falsch verstehen. Ich finde das super, was die hier abziehen. Echt genial. Aber ich bin einfach total geflasht von dem schnellen Fortschritt, den dieses Spiel macht. Wenn ich mir überlege, dass andere Indie-Titel, deren Namen ich jetzt nicht erwähnen werde, auch wenn ich kurz davor bin, sie zu erwähnen, über ein Jahr entwickeln. Und gerade mal halb so viele Patches rausbringen, die halb so viel Content dazu fügen wie dieses Spiel. Natürlich kann man nicht alles vergleichen. Die haben vielleicht verdienen die damit schon ihren Lebensunterhalt und machen echt nichts anderes mehr natürlich. Und die anderen machen vielleicht noch nebenher was anderes, weil das Geld nicht reicht. Das möchte ich alles gar nicht sagen, dass es jeder Indie-Entwickler jetzt genau dieses Tempo haben sollte. Aber es ist halt schon ein klarer Unterschied zu erkennen zwischen Leuten, die das richtig, richtig krass und ernst meinen und Leuten, die es einfach nicht richtig krass und ernst meinen. Ich bin immer noch total fasziniert von diesem Maschinengewehr. Weil das ist nicht einfach, dass es einen Rückschuss hat. Nicht einfach aus dem Raumschiff. Alter, der Bohrer geht einem kaum auf den Sack, ne? Was passiert, wenn ich die Tür. Ah, wenn ich die Tür aufstelle, kann ich sie auch open, ohne dass. Interessant. Interessant. So eine Art. Ich locke die Tür. Kann man bestimmt irgendwann, wenn dann der Multiplayer-Mod draußen ist, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wieder hier die Tür zu kämpfen. Kann ich hier auch wieder raus? Please, Game, let me out. Ich hätte wieder durch die alte Tür raus.
Alter. Mach die Tür jetzt kaputt. Wie mach die kaputt? Geht nicht. Ja, schade. Alter. Hä? Spiel? Would you mind letting me through the door? Thank you? Okay, kleiner Bug. Ich meine, Leute, das hier ist ja wohl absoluter Hammer. Sieht man das? Egal, ich hab's schon mal im Video gezeigt. Ja, wie gesagt, das war's von mir. Mein Name ist Light. Bis zum nächsten Mal. Over and out.